Ja, herzlich willkommen zum zweiten Tourismusnetzwerk Zukunft in diesem Jahr. Wir sprechen heute über das Thema nachhaltige Menügestaltung. Wir sind heute in Lütjenburg im wunderschönen Schleswig-Holstein, Nähe der Hohwachter Bucht, im Betrieb von Andreas Tetzen. Da würde ich auch gleich mal an Andreas übergeben, dass er ein paar Worte zur Begrüßung sagt und ja, was ihr so zum Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiges Kochen so macht. Ich gebe mal weiter. Ja, liebe Sandra, vielen Dank. Erstmal Ihnen ein herzliches Willkommen und der Welt da draußen auch. Ich bin aus einer Generation, die nicht unbedingt immer online ist. Von daher vergesse ich wahrscheinlich auch manchmal in die Kamera zu schauen. Ja, herzlich willkommen in der Lütjenburg. Die Lütjenburg, Baujahr 1865, erstens urkundlich erwähnt als Schank- und Speisewirtschaft. Sieht man auch, merkt man auch, hier auf dem schönen Marktplatz im wunderschönen Lütjenburg gelegen. Und was treiben wir zum Thema Nachhaltigkeit? 2016 sind wir auf die Idee gekommen, uns überhaupt mal mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen und sind das Thema ruhig und langsam angegangen, haben uns Partner gesucht, wie zum Beispiel Blue Contact, und haben uns beraten lassen und haben das Thema Nachhaltigkeit seit 2016 kontinuierlich mit allen Kolleginnen und Kollegen, die hier im Haus tätig sind, vom Küchenchef bis zur Auszubildenden, haben das Thema beleuchtet, haben uns zu Schulungen getroffen, alle gemeinsam, und haben das Thema Nachhaltigkeit langsam aufgebaut, ökonomisch, ökologisch und auch human. Human, glaube ich, da kann vielleicht nachher unser Küchenchef mehr zu sagen, sind wir relativ gut aufgestellt. Wir haben lange Stehzeiten und wenn ich das erwähnen darf, Daniel seit fast 14 Jahren Küchenchef hier in der Lütjenburg. Das ganze Team ist seit Jahren hier im Haus. Der ein oder andere geht dann auch mal in den wohlverdienten Ruhestand und muss dann ersetzt werden, aber in der Masse sind alle sehr, sehr lange hier im Haus. Wir planen und besprechen alle Dinge gemeinsam. Wir treffen uns einmal täglich auf eine Kaffeerunde und da sind wir alle im Dialog und im Austausch vom Auszubildenden bis zum Küchenchef, zum Inhaber, der ich nicht mehr bin, sondern meine Töchter, aber ich darf als Senior hier ein und das andere Mal ein bisschen durchs Haus laufen, glücklicherweise, sonst hätte ich auch Langeweile. Wir haben die Nachhaltigkeit dann auch natürlich umgesetzt im Bereich der Küche, da kann Daniel nachher viel, viel mehr zu sagen. Wir haben die Nachhaltigkeit umgesetzt im Bereich der Technik, also wie das früher so war. Wir haben angefangen mit LED, dann haben wir ein Blockheizkraftwerk eingebaut, dann haben wir Pillatoren, ich kannte den Begriff vorher gar nicht, umgesetzt, dann haben wir unseren Wasserkreislauf überwacht. Wir sind so weit gegangen, dass wir gemeinsam unseren Müll kontrolliert haben. Das haben wir gerade Anfang dieses Jahres gemacht. Harald kann da vielleicht nachher zu mehr sagen. Mit dem hohen bürokratischen Aufwand muss ich immer dazu gestehen, das ist viel Arbeit, zum Glück eher für die Jungs in der Küche und für den Service, nicht für mich gewesen. Das Ganze gipfelte daran, dass wir dieses Jahr das Umweltsiegel in Gold erworben haben vom DEHOGA, um auch mal nach außen zu zeigen, wie wir damit umgehen. Des Weiteren haben wir unsere ganze Lieferkette, soweit es möglich war, regional umgestellt. Wir kriegen unser Brot aus Schönberg vom Bäcker, der noch wirklich mit Mehl backt. Wir kriegen unsere Eier vom Hof Maßmann aus Kerkhöhl. Wir kriegen unsere Kartoffeln vom Kröger aus Postfeld, die in schöner Holsteiner Propsteier Erde gewachsen sind. Und immer wieder sind wir interessiert, das Ganze regional umzustellen auf das, was möglich ist. Es ist leider noch nicht alles möglich. Frischgemüse haben wir ein großes Problem, weil wir verarbeiten im Haus keine Convenience und keine TK-Ware, sondern ausschließlich frisch. Wir haben eine offene Küche, in der man die Jungs und Mädchen sehen kann und mit denen auch sprechen kann. Es ist also keine dunkle Bärenhöhle, sondern die Philosophie unserer Küche ist eigentlich, dass die Speisekarte ein Anhalt ist, aber unsere Köche unter der Führung von Daniel können alles umgestalten, was man will. Und die kochen frisch und das sieht man auch. Also bei uns wird wirklich noch morgens die Mohrrübe geschält und der Blumenkohl sauber gemacht und all diese Dinge. Also wir legen da ganz, ganz viel Wert drauf und arbeiten auch immer weiter dran, neue Ideen umzusetzen. Ja, ansonsten wünsche ich einen schönen Tagungsverlauf, viel Spaß. Ich renne hier heute Vormittag ab und zu noch durchs Haus. Freue mich, wenn wir einen kurzen Schnack machen können. Ich wünsche viel Spaß und heute darf Daniel unser Haus nicht nur repräsentieren, sondern auch fürchterlich mitmachen. Und schon mal kleiner Hinweis, Köche sind eigene Menschen und von daher haben wir schön einen platziert hier. Das wird, glaube ich, das ein oder andere Thema auch nochmal richtig schön durchdiskutiert. Oliver ist auch dazwischen, also von daher freue ich mich, wenn ihr hier heute viel Spaß habt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Andreas. Gerne.